Viele Farblaserdrucker fügen eine fast unsichtbare Punktmarkierung auf jeden Ausdruck hinzu. Dadurch kann festgestellt werden, auf welchem Gerät und wann der Ausdruck angefertigt wurde. Das ist gut im Kampf gegen Geldfälscherei und schlecht für Menschenorganisationen, die dadurch schon in das Visier von Geheimdiensten geraten sind. Die CIA sammelt beispielsweise systematisch Ausdrucke von Gruppen wie Greenpeace und andere Organisationen. Die Markierung wird also nicht nur im Kampf gegen Kriminelle verwendet. Viele Arbeitgeber kontrollieren mit spezieller Software, was ihre Angestellten so alles an ihrem Rechner tun. Dazu gehören das Speichern der E-Mails und die Überwachung der besuchten Internetseiten. Natürlich ist es auch kein Problem, aufzuzeichnen, wie viele Anschläge auf der Tastatur ein Mitarbeiter pro Stunde hat. Über die Hälfte der Arbeitgeber in den USA kontrollieren ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Wie viele andere kann sich Paul ein Leben oder Arbeiten ohne Computer gar nicht mehr richtig vorstellen. Die Digitalisierung erleichtert uns vieles, erhöht die Produktivität und macht Informationen blitzschnell verfügbar. Allerdings birgt diese Entwicklung auch Gefahren. Wie die Digitalisierung unseren Datenschutz gefährdet, sehen Sie in dem folgenden Film. Paul bucht gerade online einen Flug. Und das sind die Daten, die er dafür eingeben musste. Diese Informationen werden, natürlich digital, in einer Datenbank gespeichert. Sie lassen sich nun komprimieren und kopieren und man kann sie weitergeben und trotzdem behalten. Und das alles ohne großen Aufwand. Deswegen kann es durchaus vorkommen, dass diese Daten nicht nur dort bleiben, wo sie ursprünglich hin sollten, sondern plötzlich irgendwo und ganz woanders auftauchen. Und es gibt ja nicht nur eine Datenbank, in der Informationen über Paul gespeichert werden, sondern einige mehr. Bei allen Pauls dieser Erde kommt dann mit der Zeit ganz schön viel zusammen. Durch immer schnellere Computer und ausgefeiltere Software ist es dann heutzutage möglich, all diese Daten zu verknüpfen und rasend schnell nach bestimmten Informationen oder Mustern zu durchsuchen. Dadurch kann man sich ein ganz schön gutes Bild von Paul machen. Oder von Ihnen. RFID, Radio Frequency Identification, heißt so viel wie Funkerkennung. Diese kleinen Chips, auf denen Informationen gespeichert und berührungslos ausgelesen werden können, sind sehr billig und werden bald den Strichcode auf Waren ersetzen. Er lässt sich fast überall aufbringen. Mit einem passenden Lesegerät kann man dann erkennen, was sie für Kleidung tragen, wie viel Geld sie im Geldbeutel haben und wer sie sind. In Ausweisdokumenten ist RFID heute schon im Einsatz. Mehr dazu heute Abend bei Paul zu Hause. Geht es nach der Europäischen Zentralbank, klebt der Chip auch bald auf unseren Banknoten. Alle Ausgaben, die Sie mit der Kreditkarte tätigen, werden bei Ihrem Kreditkarteninstitut gespeichert. Wo Sie was eingekauft haben, welche Restaurants Sie besuchen, in welchen Hotels Sie übernachten, wo Sie wann einen Mietwagen geliehen haben und so weiter. Diese Daten werden von Behörden zur Verbrechensbekämpfung abgerufen und auch Ihr Kundenprofil könnte dadurch verfeinert werden. Aus diesem Profil lässt sich schließen, wie hoch Ihre Einkaufskraft ist, ob Sie alleine leben oder eine Familie haben, ob Sie sich gesund ernähren oder nicht, welche Vorlieben Sie haben und welche Werbung am besten bei Ihnen ankommt. Zücken Sie bei jedem Einkauf Ihre Rabattkarte und sammeln Sie fleißig Punkte? Dafür bekommen Sie Prämien und der Anbieter des Bonusprogrammes einen Einblick in Ihr Leben. Denn aus Ihren Einkaufen lässt sich ein umfangreiches Profil erstellen. Übrigens sind Supermärkte, die an Bonusprogrammen teilnehmen, im Durchschnitt teurer als die, die keine Rabattkarten annehmen. Irgendwo muss das Geld ja auch wieder hereinkommen. Die Vorstellung vom Staat, immer mehr überwacht zu werden, erschrickt Paul nicht so sehr. So will der Staat uns doch letzten Endes nur schützen, denkt er sich und hat damit auch ein Stück weit recht. Doch Kontrolle kann auch missbraucht werden. Und einmal eingeführte Überwachung lässt sich nur sehr schwer wieder rückgängig machen. Das Gegenteil eines Überwachungsstaates ist die Anarchie, auch ein Zustand, der vermieden werden sollte. Ohne ordnende Kräfte setzt sich auf Dauer der Stärkere durch. Es gibt keinen Schutz der Schwachen. Je weniger Überwachung, desto größer die Gefahr von steigender Kriminalität.
Bisher haben sich die westlichen Gesellschaften für einen Kompromiss zwischen Kontrolle und Freiheit entschieden. Anschläge wie die vom 11. September lösen Reaktionen aus, verschärfte Gesetze und steigende Kontrollen, welche die Ausrichtung unserer Gesellschaft in Richtung Überwachungsstaat verschieben. Absolute Sicherheit ist nur durch absolute Kontrolle möglich. Der Staat hätte Einblick in alle Lebensbereiche und wäre über alle Vorgänge informiert. Der Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren. Benjamin Franklin. Lässt sich Ihre Wohnungstüre schon mit einer Chipkarte öffnen, wie in Hotels üblich? Wenn nicht, kommt das sicherlich bald. Ihr Vermieter weiß dann auch, wann Sie das Haus verlassen und wann Sie sich dort aufgehalten haben. Dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Arten von Türen. Smart Cards sind Plastikkarten, die mit einem Chip versehen sind. Sie dienen zum Beispiel als Fahrkartenausweis, Bibliothekausweis und Krankenkassenkarte. In Deutschland ist er schon eingeführt, der biometrische Reisepass. Auf ihm werden in digitaler Form die personenbezogenen Daten und das Passbild abgespeichert. Später kommen noch zwei Fingerabdrücke hinzu. Ob damit die Sicherheit an den Grenzen erhöht werden kann, ist mehr als umstritten. Sicher ist allerdings, dass die Verschlüsselung der Daten geknackt werden kann und diese somit für jeden, der den Schlüssel besitzt, einsehbar sind. Wenn Sie einen Flug in die USA buchen, übermittelt Ihre Fluggesellschaft 40 Datensätze an die amerikanischen Behörden. Diese Daten werden nach bestimmten Mustern durchsucht. Bei der Einreise wird Ihnen dann noch ein Fingerabdruck abgenommen, der 50 Jahre in amerikanische Datenbanken gespeichert bleibt. Ohne biometrische Reisepass kommen Sie übrigens bald gar nicht mehr in die Vereinigten Staaten. Unter diesen Datensätzen sind Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Essenswünsche, Ihre Kreditkarteninformation, die Namen Ihrer Mitreisenden und Ihr Reisebüro. Diese Daten werden für 15 Jahre gespeichert. Aus den Daten, die über Sie anfallen, Flüge, Einkäufe, Bücher ausleihen, Mietwagen und so weiter, lässt sich ein ziemlich genaues Bild von Ihnen erstellen. Auch wann Sie sich wo aufgehalten haben, lässt sich in einem gewissen Rahmen nachvollziehen. Stimmt Ihr Profil mit dem eines Terroristen oder gesuchten Kriminellen überein, bekommen Sie beim nächsten Check-in am Flughafen vielleicht Probleme. Digitales Fernsehen macht's möglich. Ihr Netztreiber erkennt, welche Sendungen Sie sich wie lange ansehen und welche Waren Sie sich über digitale Home-Shopping-Kanäle bestellen. Praktisch, um ein Kundenprofil von Ihnen zu erstellen und Werbung perfekt auf Sie zuzuschneiden. Interessant können diese Informationen natürlich auch für Behörden werden. Paul denkt für heute nicht mehr so viel. Es war ein langer Tag für ihn und er ist müde. Machen Sie das Licht an der Stehlampe aus, um ihn ins Bett zu schicken. Anschließend haben Sie noch die Möglichkeit, zusätzliche Informationen über Datenschutz abzurufen. Sie haben jetzt einen Tag mit Paul verbracht und gesehen, wo er überall Informationen hinterlässt und wer sich alles dafür interessieren könnte. Und so ungewöhnlich waren Pauls Tätigkeiten gar nicht, denn jeder von uns hinterlässt ähnliche Datenspuren. Schlafen Sie gut.